Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Mal analysieren wir uns wieder mal selber. Ist schon lange nicht mehr vorgekommen, weil ich streng genommen vielleicht nicht ganz so viele Songs released habe. Aber dafür ist jetzt eine Quali online gekommen auf dem Kanal vom guten Klusik. Der hat nämlich ein Rap-Battle gemacht, das nennt sich ITP. ITP steht für Into the Pit und unterstützt vor allem mittlere und kleinere Künstler, die vielleicht jetzt noch nicht so groß sind. Und der erste Preis ist sogar ein Label-Deal, den will ich natürlich gewinnen. Deswegen gucken wir uns das Ganze an und wenn es euch interessiert, fände ich es mega, mega gut, wenn ihr mal auf den Originalkanal geht, vielleicht auf den Link hier oben klickt und dann mal guckt, dass ihr mir vielleicht einen Kommentar oder ein Like oder so da lasst, denn es zählen vor allem Interaktionen. Also wie viele Klicks und wie viele Likes, das hier ist keine sinnlose Bettelei, das soll nur dafür sorgen, dass ich im Battle drin bin und die Quali noch ein bisschen gepusht wird. Jetzt aber let's go, wir gucken uns das Ganze mal an. So. Also, Shinobi heißt der Song. Den habe ich vor einem Jahr schon ungefähr gemacht. War eine spontane Sache. Das war nach dem Song Rough, habe ich direkt angefangen, den zu schreiben. Auf einem Beat, der jetzt auch schon wieder 2 Jahre alt ist und von dem ich mittlerweile nicht mehr so überzeugt bin. Ja, aufgenommen habe ich das noch in meiner alten Wohnung und mischen musste ich das schlussendlich alles mit Kopfhörern, weil ich ja mittlerweile hier untergekommen bin, bis ich meine neue Wohnung habe. Das heißt, ich hatte keine Boxen zur Verfügung, weil hier in dem Raum hierfür kein Platz ist. Heißt, ich hatte diese Kopfhörer. Das war's. Das war's und groß was neu aufnehmen konnte ich auch nicht, weil der Raum hier so halt. Ich habe da hinten zwar mein Mic-Setup, aber das kann ich leider kaum benutzen. Nichtsdestotrotz ist der Mix in Ordnung geworden, würde ich sagen. Und Video haben wir auch auf die Schnelle gemacht. Es ist ungefähr 2 Wochen her, dass es entstanden ist und ich befand und befinde mich immer noch in einer relativ schwierigen Lebenslage. Weshalb das alles zu machen gar nicht so easy war oder sagen wir mal schwieriger, als es sonst eigentlich hätte sein müssen. Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, ganz okay geworden. Ne? Da hatte ich mich, nachdem wir gedreht haben, wir waren nur zu dritt übrigens, hätten eigentlich mehr Leute sein sollen und ich musste den Leuten, die mit mir gekommen sind, musste ich parallel noch zeigen, wie man das benutzt. Ich hatte einen Dude für die Kamera, Grüße an Marc, der hat das mit dem Gimbal versucht zu machen, ich habe dem das beigebracht. Wir hatten meinen Bruder dabei, Grüße an Marshall, der hat sich um die Regie gekümmert, also geguckt, dass alles passt und meine Handmoves und so in Ordnung aussehen. Und seine Freundin war auch noch da, die Lea, die hat sich ins Licht gestellt. Und ihr seht ja schon hier, wir haben mit Farbkontrasten gespielt, ich wollte so einen Orange und Tea-Look haben, auch wenn das relativ ausgelutscht ist, ich hatte es halt noch nicht. Und dafür war sie dann da, sie war quasi das Lichtdouble, damit ich auch die Kamera und alles mal einstellen konnte. Und das Licht natürlich. Und nachdem das gemacht war, habe ich mich dann noch in ein dunkles Kämmerchen hier gesetzt, alles verdunkelt, dann nochmal die Lichter rausgeholt und habe Jutsu-Zeichen geübt, das war jetzt keins. Hab Jutsu-Zeichen geübt hier, da die mir ja hier im Video nicht so geglückt sind. Und hab die dann als Overlays, als Übergänge benutzt. Sieht ein bisschen rough aus, aber so als schnelle Idee fand ich's ganz nett. Es geht wieder los, ich bin im Mode, ich kicke die Flows. Ich bin im Mode, so wie ein Profi. Ah, das war schon so nervig, dass ich da fast aus dem Bild war. Damit haben wir größtenteils gestruggelt, weil der Marc die Sache noch nicht so gewohnt war mit dem Gimbal und das im Fokus setzen am Anfang auch ein bisschen schwierig war für ihn. Gab es da manchmal solche Takes. Und hinzu kam, dass ich mich durch die ganze Situation, weil das alles für alle so neu war, selber ein bisschen unsicher gefühlt habe. Ich habe versucht, das zu überspielen im Video, aber es ist halt dann so gewesen, ich wusste nicht, was ich mit meinen Moves machen soll. Ich habe also versucht, mein Beat mitzuwippen und halt irgendwie geguckt, dass ich mich dazu bewege, aber es spiegelt halt nicht so die Energie vom Song wieder, das werdet ihr gleich sehen. Homie, ich bin ein Shinobi, Flowbi, Energie von Sarutobi. Habt ihr schon gesehen, das ist unscharf geworden auf einmal? Und auch wie ich da stehe und laufe. Oder sogar Anakin oder wie Yoda. Was ist das? Das kann man doch gar nicht richtig bringen. Geiles Stampel übrigens. Ich finde, das ist einfach alles relativ drucklos. Da habe ich auch meine Rap-Performance noch gar nicht raus. Und das, man sieht halt direkt, dass da sehr viel Unsicherheit mitspielt. Oh, kippe den Ton und meine Parts und alles lodert. Rot, wenn man der Tod, wenn man der Bass, lache wie Joker. Kick den Shit. Alle wippen mit den. Ich bin sick. Spiele mit den Rhythmen. Platz da. Die Vocal habe ich sehr, sehr stark komprimiert in dem Song. Ich finde, das hat sich einfach richtig angefühlt, weil das halt auch ein relativ schneller Rap ist, der sehr, sehr energiegeladen ist. Habe ich gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Ich mag auch die kleinen triolischen Passagen da drin sehr, sehr gerne. Ruben hat so ein bisschen kritisiert, dass die Reime ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Und ich würde auch sagen, in der Passage hier, ja, auf jeden Fall. Also, oh, kippet den Thron mit meinem Parts und alles lodert. Rot, flammender Tod, brennende Bars, lache wie Joker. Ist auch von dem Sinn her total banal und eigentlich relativ doof. Also,
eine der debilsten Lines, die ich jemals geschrieben habe, und nur gut kommt wegen dem Double Time. Aber ich hatte diese Cadence im Kopf und habe beim Scatting so ein bisschen versucht, das halt zu einem Text zu verwandeln. Ich hatte dieses Do, Dippe-Dippe-Bo, Dippe-Dippe-Ba, Dippe-Dippe-Bo da im Kopf und wollte das dann einfach bringen. Und fand ich eigentlich ganz nice, wie ich das gerappt habe im Endeffekt. Kicke die Silben so wie der Doktor, abartige Gebilde wie die von Kafka. Plaster, kicke die Silben so wie der Doktor, abartige Gebilde wie die von Kafka. Da reimt sich mehr, als man vielleicht am Anfang denkt, aber auch da, Sinn ist so mau. Auch da wieder Flow und Technik viel mehr im Vordergrund. Das Battle Beast ist back on board, das bitterbösen Boomer Beats, Energie. Da habe ich so reingeschissen. Da haben wir eine statische Aufnahme ganz am Anfang gemacht, um das alles zu testen. Und ja, da ist keine Dimension in dem Shot. Das sieht fast schon so aus, als ob ich vor einem Greenscreen stehen würde. Und das ist halt echt kacke, weil sich halt nichts bewegt. Wir hätten von Anfang an eigentlich nur das Gimbal nehmen sollen, das wäre besser gewesen. Oder ich hätte mich halt einfach mehr bewegen müssen. Dadurch, dass keine Bewegung der Kamera ist und das Dreibein-Stativ, auf dem auch die Kamera hier gerade steht, keinen Schwenkarm hat oder so, ist das natürlich nochmal ein bisschen blöder geworden im Endeffekt. Meine Moves holen es halt echt nicht raus. Also ich stehe da, mach so und so, während ich im Song eigentlich schreie und voll abgehe und eigentlich auch coole Zeilen droppe. Das Battle Beast is back on board of bitter bösen Boom-Bap Beats. Energie wie Macklemore, ich spit gestört wie Bulimie Patienten. Und gehe dann direkt in die nächste Line über. Das ist einerseits ein 15-silbiger Reim und andererseits feiere ich die Alliteration am Anfang, wie ich da die ganze Zeit Bs benutze. Battle Beast is back on board of bitter bösen Boom-Bap Beats. Ja, und das Video, das untermalt es halt gar nicht, was sehr, sehr schade ist. Kicke die Silben so wie der Doktor. Abartige Gebilde wie die von Kafka. Das Battle Beast ist back on board auf bitterbösen Boomer Beats. Energie wie Macklemore, ich spit gestört wie Bulimie Patienten. Direkt nach dem. Dann mache ich ja zweimal den hier und dann einmal den da. Ich habe teilweise nicht mal Ahnung, was meine Moves überhaupt zu bedeuten haben. Ich müsste wirklich mal eine Choreo einstudieren oder mehr Leute am Set haben. Mein Bro war auch ab und an ein bisschen abgelenkt. Und ich musste ihn selber fragen, ey, sieht das in Ordnung aus? Ist das okay so? Aber da war einfach nicht so viel zu holen an dem Abend. Ist halt jetzt, wie es ist. Ich meine, reinkommen werde ich im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem, aber schon kacke, wenn man das Gefühl hat, es geht noch besser. Essen, wieder auf Toilette. Nur kann man mit den Therapien nichts bei mir bezwecken. Pass besser auf vor den Wannabes. Sie saugen dich aus, aber taufen dich Monami. Lass sie in dein Haus und dann kommen die Gefahren im Flug. So wie Autos in Rocket League. Das war so der erste Move, den ich eigentlich ganz okay fand. Und die Line ist halt geil. Ich hatte, die Zeile ging ursprünglich anders. Falsche Schlangen nennen sich gern Mon Ami und stellen sich in deinen Weg so wie Straßensperren. Sie sind so wie Autos in Rocket League, denn sie können im Flug zu Gefahren werden. Macht aber im Endeffekt nicht so viel Sinn, weil man sagt nicht, dass ein Auto zu gefahren wird. Das ist irgendwie einfach eine Wortverrenkung. Und der Kreuzreim war jetzt auch nicht so schön ästhetisch in dem Fall. Und deswegen habe ich das nochmal geändert, habe so eine gesungene Passage und ein paar Doubles hinzugefügt. Und dann ist das diese Line geworden und ich finde das geil, weil die Gefahren kommen im Flug und Autos und Rocket League haben das Ding, dass die fliegen können durch halt Antrieb. Das heißt, durch ihre die fahren und kommen dadurch in den Flug. Das heißt, da kommen die Gefahren im Flug, die kommen im Flug gefahren. Das ist so die doppelte Doppeldeutigkeit, auf sowas stehe ich ja sowieso. Fingerzeichen hoch, 36 Flows, lade das Chakra wie ein Profi. Es sieht so billig aus. Es sieht so billig aus. Und dabei war das so viel Arbeit, meine fucking Fresse. Ich habe hier mir wirklich die meiste Zeit genommen, mich so vorzukien. Das musste ich ja Frame by Frame machen, dass ich da vor diesem Sharingan bin. Und auch hier hinten vor dem Shinobi genauso. Das habe ich fein säuberlich gekiet. Man sieht es vielleicht noch ein bisschen an den Rändern von meiner Jacke hier zum Beispiel, sieht man es noch sehr deutlich. Aber alles in allem hat das zwar geklappt, aber es sieht halt einfach scheußlich aus. Kann man nicht anders sagen. Da fehlt mir die Expertise, die Sachen richtig einzufügen, denen Tiefe zu geben. Da hätte man noch so viel machen können und im Endeffekt war es halt einfach nicht so nice. Und die Hook ist das größte Manko für mich am Song. Wenn wir das Video weglassen, ist die Hook einfach nicht so geil. Das liegt daran, dass wichtige Elemente im Beat wegfallen und das Ganze erstmal zu dünn klingt. Und dazu kommt außerdem noch, dass mich meine Art zu singen hier mega aufregt. Ich fand es eigentlich erst ganz cool, so mit den Triolen, dieses da-da-da-da-da-da-da-da. Aber ich singe die etwas schief am Ende. Die Doubles holen es auch nicht raus. Das ist vielleicht ein Ohrwurm, aber es klingt alles so ein bisschen meh. Und irgendwie nicht so mitreißerisch, nicht so groß, nicht so breit, wie eine Hook klingen sollte. Da habe ich auf jeden Fall schon besseren Stuff gemacht und das ist einfach...
ist einfach nicht so nice. Ich bin im Mode, der Blick färbt sich rot. Ich bin Elite Shinobi. Fingerzeichen hoch, Blitze in den Flows. Lade das Jutsu Shidori. Wie ich da unter gucke und so. Da krieg ich fast schon ein bisschen cringe, Alter. Klinge bei wie Loki, Blicke drein wie Oni. Ich bin ein Shinobi, ich bin ein Shinobi. Popala, popala. Jetzt kommen wir mal zu einer relativ hübschen Einstellung. Da haben wir einmal im Orange-Style und einmal hier im Teal-Style, was jetzt übrigens auch mein Kanalbild ist. Ich fand, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Haben wir meine Double-Time-Performance komplett One-Take abgefilmt und ich habe da nur ineinander reingeschnitten, um zu zeigen, dass ich das halt auch lippensynchron kann, weil viele können es ja nicht. Und es war ganz cool zu zeigen, dass es nicht gefaked ist. Poppala Papa, die wannabe Rapper, da machen noch Pimp in dem Game, aber nada, sie labern und labern nur andere nach und nur planen, aber machen noch voll überzeugt. Denken, sie hätten das alles begriffen, doch haben im Endeffekt keine Qualifizierung von Mucke. Ey, bevor ich deinen Stuff höre, da gucke ich Pornos auf Deutsch. Du siehst den Nacht. Falls manche von euch wundern, was ich da eigentlich bubble, ich sage, Poppala Papa, all die wannabe Rapper, da machen auf Pimp in dem Game, aber nada, die labern und labern nur anderen nach, ohne Plan, aber machen auch voll überzeugt. Denken, sie hätten das alles begriffen, doch haben im Endeffekt keinerlei Qualifizierung für Mucke. Ey, bevor ich deinen Stuff höre, da gucke ich Pornos auf Deutsch. Ich hasse Pornos auf Deutsch. Jetzt mal ohne Witz, kann sich das einer von euch geben? Ja, ich find's einfach eklig. Also, nicht was die machen, sondern was die reden. Fürchterlich, wirklich. Siehst den Nachtaktiven, Halbmaskierten, nachts in der Stadt durch die Straßen ziehen und die anderen G's mit dem Haarespalten scharfen Katana skalpieren. Da finde ich den Flow nice. Halbmaskierten sage ich da übrigens nicht wegen Corona-Masken. Das habe ich gesagt, weil ich ja damals noch eine Maske getragen habe, als ich den Text geschrieben habe. Das ist ja gar nicht so lange her. Und ich denke mal, die meisten werden es jetzt aber als Corona-Maske interpretieren. Da trage ich halt nachts eine Maske, um nicht erkannt zu werden, um jemanden die Haare abzuschneiden, warum auch immer ich das tun sollte. Ist halt dann so. Skalpiere, lasse keine Gnade walten und der Bitch-Rapper stirbt, was die Fitness erwirkt. Ich bin strikt definiert. Und man merkt, dass du mitnichtem trainierst, weil dein Sixpack schlichtweg nicht existiert. Das, oh Jesus, da kommt die Kamehameha-Pose. Aber da sehe ich ziemlich sexy aus, finde ich. Weil irgendwie bin ich gerade vom Friseur gekommen an dem Tag. Siehst, Haare, Bart und so, alles sitzt. Die Zeile, die ich da gerade gerappt habe, war, dieses Sixpack schlichtweg nicht existiert. Die hatte ich so mal im Kopf und ich wollte die einfach mal ausschreiben. Das Ding ist, als ich die geschrieben habe, da kam ich gerade aus der Definitionsphase. Ergo hatte ich da noch ein Sixpack und mittlerweile ist das leider weg. Ja. Sei es drum. Das kommt auf jeden Fall wieder zurück. Aber das konnte man jetzt fürs Video nicht demonstrieren, was eigentlich im Nachhinein ein bisschen komisch ist, wenn man sagt, dass man eins hat und dann... Also wenn man sagt, dass der Körper definiert ist und dann demonstriert man es nicht, ist natürlich ein bisschen weird. Ich hatte mich auch überlegt, vielleicht so eine Packung Haferflocken mitzunehmen oder so als Definitionsernährungs-Joke. Aber wir haben es alles so schnell hingeschissen, ich habe da nicht einmal mehr dran gedacht. Genau, aber ich fand den Flow auf jeden Fall ganz geil, deswegen habe ich die Line so geschrieben. Ich bin der Typ, der aus den MCs erforscht, ich erlang Unsterblichkeit, so wie Kenny McCormick. Spiel wie Harrison Ford, lock eine lässige Rolle, breche Rekorde und bin Erster in der Battle-Rap-Top-List. Erlange Unsterblichkeit wie Kenny McCormick fand ich ganz geil. Fünfsilbiger Reim, den ich da die ganze Zeit durchziehe, so ein paar coole Binnenreime mit reinbringe. Vor allem, ich wollte halt einfach auf den Namen Kenny McCormick reimen, weil ich die Figur in South Park halt so cool finde. Und weil der nicht sterben kann, ist es halt, also weil er halt als Gag in jeder Folge verreckt und dann wieder da ist, was sogar dann einmal thematisiert wurde in einem Special. Hatte ich einfach voll den Reiz, da drauf zu reimen und einen Vergleich zu finden. Fingerzeichen hoch, 600. Die Handbewegung ist auch AIDS. 30 Flows, lade das Chakra wie ein Profi. Ich bin im Mode, der Blick färbt sich rot. Der Übergang ist auch nicht so gelungen. Ich wollte so zeigen, hey, ich mach die gleiche Bewegung. Aber, war nicht so. Bin Elite Shinobi. Fingerzeichen hoch, Blitze in den Flows. Lade das Jutsu Shidori. Hab die Klinge bei wie Loki. Blicke drein wie Oni. Ich bin ein Shinobi. Ich bin ein Shinobi. Man merkt mir echt die Unsicherheit so ein bisschen in den Augen an, so wie ich da gucke. Ich guck nicht böse, ich guck nicht aggressiv. Ich guck nicht so, als ob ich Bock auf eine Competition hab. Ich guck so wie, ist das Ding an? Mache ich das richtig? Fasse ich nicht schon ins Display? Und das ist halt nicht so geil. Naja, wird vielleicht dann für die Zukunft ein bisschen besser. Ärgert mich halt jetzt. Ich habe auch beim Schneiden ordentlich gecringed. Und der Schnitt ist auch nicht so nice. Kumpel von mir hat gemeint, das wäre ihm zu hektisch geschnitten. Fand ich jetzt nicht unbedingt. Also ich habe da keinen Krebs von bekommen. Aber unbedingt ästhetisch, muss ich sagen, finde ich es jetzt auch nicht. Jo, und dann gehe ich halt aus dem Bild, Beat ist vorbei. Outro für den Beat, den ich ja selber gebaut habe, habe ich...
auch nicht wirklich im Kopf gehabt, also habe ich es einfach ausfaden lassen. Und das war es soweit mit meiner Quali. Falls ihr mich da unterstützen wollt, guckt gerne beim guten Klusik auf dem Kanal vorbei. Wie gesagt, ich habe es euch ja verlinkt, da könnt ihr da nochmal nachgucken und mich so ein bisschen supporten. Würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Und es wird auf jeden Fall natürlich zukünftige Runden geben. Es besteht ja nicht nur aus einer. Und da könnt ihr dann gerne gucken, was ich sonst noch so abliefern werde. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ist ja diesmal am Mittwoch rausgekommen. Und am Freitag gibt es dann das nächste Video, wahrscheinlich zu Reportagen. Macht's gut. Auf jedem Instrumental Killer Face Red Madman Raps Jack the Ripper. Ey, keine guten Texte, zählt nur ob der Flow hype hat. Und auch der ist vorgeschrieben von einem fucking Ghostwriter. Halt mich. Rapper sind für den Kannibalen hier keine Menschen. Sie sind unnötig wie Nasenpflaster für Michael Jackson.